Und da bin ich wieder. Herzlich willkommen zurück. Immer noch in FOAs Hideout. Aber ich glaube, das ist die letzte Folge in diesem Level. Und wir werden demnächst, beziehungsweise in dieser Folge wahrscheinlich, noch ins nächste Level kommen. Da bin ich mal gespannt, was als nächstes kommt. Ich habe noch so ein paar schöne Level im Kopf, aber ich weiß nicht mehr, in welcher Reihenfolge. Und da lassen wir uns einfach mal überraschen. Aber, aua, das war schlecht. Erstmal brauchen wir ja noch das goldene Secret, was wir ja schon freigelegt haben. Und müssen jetzt erstmal die Brechstange einsetzen. Und wo uns das Ganze hinführt, das werden wir dann sehen. Und jetzt passen wir ein bisschen auf, dass wir nicht wieder sterben. Aber ich glaube, das war eine Rampe zu früh vorsichtig gewesen. Aber man kann nie früh genug oder vorsichtig genug sein. Weil dann passiert das, wenn man nicht vorsichtig genug ist. Nee, wir brauchen ein Medipack, anders geht das nicht. So. No. Ach, Lara sagt No, wenn man das Secret auswählt. War ja klar. So, wo kommen wir jetzt hin? Das hier haben wir doch jetzt eigentlich alles erledigt. Hier das Wasser haben wir freigemacht, sind getaucht, haben hier alles erledigt. Und jetzt kommen wir wieder zurück hier in die Zivilisation. In Anführungsstrichen, auf jeden Fall zu einem mit Menschenhaft gebauten. Und ein Hund. Hat er wenigstens was für uns? Sieht nicht so aus. Okay, dann gehen wir hier wieder weg. Und hier rein. Und jetzt können wir nämlich unsere Brechstange einsetzen. Und zwar an dieser blauen Tür. Ich habe vorhin grüne Tür gesagt, aber es ist eine blaue Tür. Und dann machen wir die halt mal auf. So, und dann kommen wir wohin? Zu einem Chip. Ein Explosivchip. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, was ich damit anfangen soll. Weil ich nicht weiß, wo ich den einsetzen muss. Okay, holen wir uns jetzt mal das Secret. Und dann überlegen wir uns, was wir mit diesem komischen Chip machen. Nehmen wir erstmal das Secret mit. Und gucken, was wir alles bekommen. Ein großes Medipack. Das ist schon mal gut. Schrotmunition. Wunderbar. Nochmal Schrotmunition. Nochmal Schrotmunition. Joa, Schrotmunition halt. Nicht meine Lieblingswaffe, aber immerhin. Hier ist ein Loch. Das ist bestimmt brauchbar. Gehen wir mal in dieses Loch. Mal gucken, wo uns das hinbringt. Hä? Geil, Uzi-Munition ohne Ende. Beziehungsweise, was heißt ohne Ende? Es sind zwei Stück. Aber immerhin, 433 Schuss. Ist doch geil. Dann nehmen wir die Uzi für die nächsten Gegner. Und was machen wir jetzt mit unserer Explosiv-Chip-Karte? Ich weiß es gerade wirklich nicht. Oder müssen wir die bei diesem komischen Ding da hinten einsetzen? Das könnte ich mir noch vorstellen. Einen Moment, gleich wisst ihr, was ich meine und wovon ich hier rede. Und zwar hier nicht, weil das ist eine Sackgasse. Aber ich glaube es eher nicht. Aber ein Versuch ist es wert. Da. Nee, das war mir irgendwie klar. Dann halt nicht. Dann gehen wir wieder. Und suchen einfach die Stelle, wo das hin muss. Ich glaube, ich habe es einfach vergessen, wo die hin muss. Gucken wir einfach. Keine Ahnung. Ich vermute, dass er ja hier hinten, weil da das Level Ende ist.
Und dann muss das bestimmt hier irgendwo eingesetzt werden. Oder wir laufen einfach mal runter. Ja, wir haben es geschafft. Und zwar ist Lara jetzt mit diesem Sprengding zu dem Knast gegangen, hat das aufgesprengt, mit dem Typ die ganze Zeit gelabert und dann ist sie mit diesem Hubschrauber, den wir im letzten Level gesehen haben, weggeflogen. Ich habe im Internet, weil ich kann die Vorschuss ja genauso wenig sehen wie ihr, das läuft ja auf meinem Laptop nicht, ich höre das nur. Und ich habe auf YouTube ein Video gesehen, wo alle Cutscenes von diesem Spiel nacheinander drauf sind. Und falls euch diese Sequenzen interessieren, ich packe in die Infobox einen Link rein von diesem Video, wo ihr die ganzen Cutscenes sehen könnt. Könnt ihr gerne nachschauen. Time taken 2 Stunden 17 Minuten. Ihr seht eigentlich alles selber. Bis jetzt haben wir alle Secrets gefunden. 9 von 30 Stück. Also schon 3 von 10 Level gespielt. 4 Medipacks benutzt und 12 Gegner gekillt und dann machen wir weiter im nächsten Level. Und da sind wir mit unserem Helikopter gelandet. An einem wunderschönen Level. Das Level ist der absolute Hammer. Carnivorous Island. Was auch immer. Auf jeden Fall ist das Level so schön. Das hat nämlich die Tomb Raider 3 Küstendorf-Atmosphäre. Aber so ein bisschen im Stil von Tomb Raider 2. Und das finde ich richtig cool. Ja, gucken wir uns hier auf den Inseln mal ein bisschen um. Klettern mal hier hoch. Und ja, ich bin mal gespannt, wie weit wir hier kommen in diesem Level. Auf jeden Fall denke ich, dass man da schon mal rüberspringen kann. So. Oh, hört ihr die Meergeräusche? Ist das nicht herrlich? Ach, ist das schön. Das war schlecht. Ich weiß nicht, ob man da überhaupt lang springen muss. Oder ob das überhaupt was bringt. Das sieht mir aber sogar so ein bisschen so aus wie so eine Hangelstrecke hier. Aber ich glaube, das ist alles nur Einbildung. Ich probiere da jetzt gerade nochmal rüber zu springen. Das könnte aber eigentlich gehen, wenn man jetzt so schief springt wie ich. Jawohl. Okay. Und hier kann man schon mal hin. Hier ist ein Wasserloch. Und da gehen wir jetzt gerade mal rein und gucken uns da drin mal um. Und was ich auch richtig schön finde an diesem Level, dass das so hell ist. Das ist alles schön hell, man kann alles wunderbar sehen. Und ich glaube, das ist sogar mein Lieblingslevel von diesem Spiel. Ich finde das nämlich echt toll. Auf das Level könnt ihr euch echt freuen. Mir gefällt das richtig gut. Ich erinnere mich, ich glaube, das ist ein Unterwasserlabyrinth. Das hier ist jetzt ein Puna-Tempel-Ausschnitt von Tomb Raider 3. Wo ich jetzt noch rausfinden muss, was ich hier tun muss. Hier liegen auf jeden Fall schon mal Fackeln. Aha. Sind wir nicht so geizig und machen eine an. Und gehen mal hier hoch. Und ich glaube, das sieht schon sehr nach Fallen aus. Jawohl. Das könnte schwierig werden. Oh. Also, das könnte wirklich schwierig werden, weil ich nicht weiß, wie man da am besten rüberkommt. Lebend. Ich will das gerade mal ausleuchten, weil ich meine, dass da unten irgendwo sogar ein Secret drin sitzt. Kann mich aber auch irren. Also hier unten auf jeden Fall schon mal nicht.
Ah, so war das. Man kann nämlich hier von Säule zu Säule hangeln und springen. So war das. Anders ist das nämlich gar nicht möglich. Hier kommen wir schon mal nicht rum. Das ging, okay. Und so müssen wir uns jetzt halt rumdrum hangeln, dass wir da rumkommen. Genau, und das müssen wir jetzt halt machen. Bis wir einmal am Ende sind. Am Ende mit unseren Nerven und am Ende dieser Hangel... Strecke, Rätsel, was auch immer. Kommt hier auf jeden Fall ziemlich gut rum. Ja, da muss man natürlich erstmal drauf kommen, dass man das so lösen muss. Ich glaube, da kommen Spieße raus. Ja, da kommen Spieße raus. Eindeutig. Okay. Ich glaube, jetzt kann ich wieder hier so eine Rolle machen. Jawohl. Und jetzt klettern wir mal nach links. Geht nicht, sondern... Okay, klettern wir rechts. Ich habe gedacht, dass da hinten vielleicht ein Secret versteckt ist oder so. Hätte ja sein können. Checken wir jetzt hier unten auch nochmal ab. Nö, kein Secret, sondern der Tod. Aber da habe ich lieber einmal zu viel als einmal zu wenig geguckt. Und zurück. Gut, ich glaube, das hätten wir geschafft. Das sah doch jetzt schon mal gar nicht so schlecht aus. Und jetzt haben wir hier oben, glaube ich, einen Schalter. Genau, der uns bestimmt diese Tür da öffnet. Ich werf da nochmal eine Fackel runter. Beziehungsweise spring mit einer Fackel da runter. Nur um zu gucken, dass wir nichts übersehen. Da liegt nämlich was. Habt ihr es gesehen? Da lag was. Da kommt man nämlich hier runter. Ich habe das in Erinnerung gehabt, dass da noch irgendwas war. Okay. Ein Secret. Ich hatte es richtig in Erinnerung. Und ich glaube, das ist der Steinernde. Aha. Genau. Silver Secret heißt das hier, aber das ist der steinernde Drache. Jawohl, haben wir ein Secret gefunden. Wunderbar. Hatte ich doch das noch richtig in Erinnerung, dass es sich lohnt, das hier unten nochmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Okay. Dann können wir jetzt den Hebel ziehen und gucken, ob die Tür da oben aufgeht. Diese ganzen Totenköpfe da oben warten schon nur darauf. Und gucken schon die ganze Zeit, wann endlich Lara kommt und diesen Hebel zieht. Und dann machen wir das jetzt. Und voilà, die Tür ist offen. Oh mein Gott. Wir sterben. Ja, wir sterben. Das war doch klar. Laden wir das. Und probieren das nochmal anders. Und zwar hängen wir uns hin. Und dann schnell weg. Und jetzt sprinten. Okay, das haben wir geschafft. Jetzt können wir uns hier aber noch mal ein bisschen umsehen. Die Spieße sind jetzt weg, aber hier ist nichts zu holen. Aber wir haben ja gerade schon ein Secret gefunden. Man muss ja nicht größenwahnsinnig werden. Aha. Aha. Aua, Giftpfeile. War ja klar, dass hier irgendeine Falle eingebaut ist. Das ist halt Puna-Tempel-like. Wie bei Tomb Raider 3. Da ist nämlich der Puna-Tempel auch komplett mit Fallen gespickt. Und genauso ist das in diesem Kastenlevel auch. Das ist nämlich so ein bisschen die Südseeinseln von Tomb Raider 3 aufgegriffen. Wie ihr unschwer erkennen könnt. Und jetzt klettern wir hier raus. Und kommen zu einem nächsten Tempelabschnitt.
So. Und ich glaube, das sieht aus wie eine große Kugel. Ich habe das im Gefühl. Nein, ich habe es falsch im Gefühl. Das ist ein Feuerrätsel. Feuer, 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 Feuer. Heiß, heiß, heiß. Oh mein Gott. Lara, du machst das gut. Und geschafft. Geschafft. Was ist das? Das ist einfach nur eine Wandtextur, die leuchtet. Nee, das ist eine Tür. Das sind beides Türen. Türen. Das war gerade knapp. Fast wären wir im Feuer gelandet. Jo, aber diese Türen sind leider noch zu. Das heißt, die müssen wir öffnen. Und dafür schauen wir uns jetzt hier mal ein bisschen um. Okay. Ein Midi-Pack. Super, das nehmen wir mit. Und hier hoch. Gut, dann hätten wir das. Oh, mein Akku stürzt gleich ab. Ich habe nur noch 2% und die Stoppuhr zeigt 15 Minuten. Das heißt, Handy ans Kabel, aufhören mit aufnehmen. Und dann sehen wir uns hier in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao.